Hallo und herzlich willkommen bei Güring TV. In unserer heutigen Folge Chips and Tricks beschäftigen wir uns mit dem Thema Gewindebohren. Ein Gewinde braucht jeder, der eine Verschraubung herstellen möchte. Die wahrscheinlich einfachste Art eines Innengewindes ist dabei das sogenannte Durchgangsloch. Und obwohl ihr das Durchgangsloch recht einfach mit einem Gewindebohrer Form B einbringen könnt, kommt es hier oftmals zu Problemen. Beim Herausdrehen des Werkzeugs aus dem Durchgangsgewinde bricht der Gewindebohrer. Weshalb das so ist, das erkläre ich euch heute. Und ich sage euch natürlich vor allem auch, wie ihr das vermeidet. Für die Bearbeitung von Durchgangslöchern eignen sich besonders links genutete Gewindebohrer und gerade genutete Gewindebohrer mit Schälanschnitt. Wie bereits erwähnt, also die Form B. Ihr schneidet das Gewinde durch, der Spänezopf wird einfach nach unten ausgetrieben. Beim Herausdrehen des Gewindebohrers bricht er aber trotzdem. Was ist passiert? Der letzte Gang wurde nicht ganz ausgeschnitten. Wenn wir die Drehrichtung des Werkzeugs ändern und der Gang noch nicht ganz ausgeschnitten ist, dann kann der Gewindebohrer brechen. Das liegt am sogenannten Freiwinkel. Wenn das Werkzeug wieder aus dem geschnittenen Gewinde herausgedreht wird, ist das ein ganz kritischer Punkt, denn der Span wird vom Steg des Gewindebohrers abgeschert. Je größer der Freiwinkel des Werkzeugs, desto größer auch die Gefahr, dass der Span zwischen Werkzeug und Werkstück verklemmt und das Werkzeug abbricht. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass der Schälanschnitt vollständig aus dem Bauteil herausragt und somit das Gewinde vollständig geschnitten wird, bevor sich die Drehrichtung zum Herausdrehen ändert. Merkt euch also, ist der Freiwinkel groß, schneidet der Gewindebohrer gut. Aber Vorsicht, bei Drehrichtungswechsel kann ein großer Freiwinkel ungünstig sein, weil der Span zwischen Bauteil und Gewindebohrer einklemmen kann. Deshalb lautet unser Chip-Tipp für heute: lieber ein Gewindegang mehr als einer zu wenig. Durchgangsgewindebohrer der Form B findet ihr natürlich auch bei uns im Shop. Den habe ich euch unten verlinkt.